Ich befinde mich hier im Bernsteinmuseum Nürnberg und möchte Ihnen zeigen, woran man Naturbernstein erkennen kann. Mein erster Versuch ist, dass ich einen Bernstein nehme und diesen reibe an einem wollenen Tuch oder einem wollenen Jacke mit der Zielsetzung, dass der Bernstein sich, und Sie haben hier gesehen, dass er Papierschnipsel aufnimmt. Ich kann das nochmal wiederholen. Da hat er ein Papierschnipsel aufgenommen. Das heißt, der Bernstein hat sich magnetisch positiv aufgeladen und damit in der Lage, Papierschnipsel aufzunehmen. Ein weiterer Test ist der sogenannte Brenntest. Ich habe hier ein Feuerzeug und brenne einen Bernstein an. Und wenn ich dran rieche, dann riecht er nach Harz, ganz stark. Ich habe hier einen Bernstein und eine Schüssel mit Wasser. Mit Wasser, das kein Salz enthält. Ich lege den Bernstein hinein, der Bernstein geht unter. Der Grund ist darin zu sehen, am spezifischen Gewicht des Bernsteins, der ist 1,08 bis 1,10 hat und das normale Wasser hat 1,0. Hier habe ich eine zweite Schüssel vorbereitet mit Salzwasser und habe so viel Salz hineingetan, bis der Bernstein schwimmt. Ich lege ihn in und man sieht direkt, er geht hoch. Ich kann das mal hier drehen, dann sieht man, dass der Bernstein sogar mit rund geht wie in einer Karussell. Ich möchte abschließend etwas zur Echtheit von Bernstein sagen. Den Bernstein kann man natürlich reiben und riecht dann den Harzgeruch. Man kann den Bernstein auch erhitzen, dann ist ebenfalls der Harzgeruch freigestellt. Es ist empfehlenswert, dass man sich mit Bernstein intensiv beschäftigen muss, um zu erkennen, was der Unterschied zwischen Naturbernstein ist und nachgemachten Bernstein, der so aussieht wie Bernstein, aber Kunstharz ist. Ich möchte dann noch darauf hinweisen, dass man in unserem Museum alles sehen kann, was über die Echtheit von Bernstein zu sagen gibt. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns besuchen.